Der 18. November 2022, ein denkwürdiger Tag für die Stadt Kapfenberg, denn das ECE feierte ihr 30-jähriges Bestehen mit einer gelungenen Geburtstagsfeier. Leinentaschen und Popcorn am Eingangsbereich sowie musikalische Highlights. Den ganzen Tag prägten diesen 30. Geburtstag und spiegelte das wider, was eigentlich das ECE ist und immer schon war. Ein Ort der Begegnung, Marktplatz und Treffpunkt inmitten der Stadt Kapfenberg. Für Inhaber Heribert Kramer ein triftiger Grund zu feiern, oder? Ja, so ist es. 30 Jahre ist eine lange Zeit einerseits, andererseits eine sehr kurze Zeit. Also für mich war es eine sehr kurze Zeit, sind also sehr schnell vergangen. Und dessen, dass wir uns ganz gut entwickelt haben, haben wir gesagt, wollen wir die 30 Jahre ein wenig feiern und möglichst viele Kunden davon profitieren. Und einer der Höhepunkte oder der Höhepunkt ist eben die Verlosung jetzt eines Elektroautos zusammen mit der Firma Vogel & Co. im Werte von 30.000. circa und zusätzlich noch 30 Gutscheine à 100 Euro. Ja, und auch wir Rossecker wünschen dem ECE Kapfenberg alles Gute zum 30-jährigen Bestehen. Wir werden ein paar Tänze und Schuhplattler heute im Einkaufszentrum hier darbieten und gratulieren dem ECE Kapfenberg zum 30. Geburtstag. Alles Gute! Juhui. Applaus, Applaus, meine Damen und Herren! Wir anspornen die Herren! Ich glaube, man kann dem ganzen Team von Heribert Kramer und dem ganzen ECE-Team nur gratulieren für diese 30 Jahre. Der ECE ist aus Kapfenberg nicht wegzudenken und alle, die dazu beigetragen haben, dass der ECE so erfolgreich 3 Jahrzehnte hier in Kapfenberg bestehen kann und auch jenen, die den Grundstein für dieses Einkaufszentrum gelegt haben, denen kann man nur danken und gratulieren. Jahre ECE, was sind so die Erinnerungen, die Sie heute ganz besonders bewegen? Es hat viele erfreuliche Dinge gegeben. War sicher, erstens, dass wir gut begonnen haben. Es war die erste Rolltreppe in der Steiermark zum Beispiel außerhalb von Graz. Das war schon mal sehr sensationell. Dann im ersten Ausbau der erste Hennes und Mauritz in Österreich außerhalb einer Landeshauptstadt. 7 Jahre später wieder mit dem ersten Elektrofachmarkt der Obersteiermark mit Cosmos, der leider dann 3 Jahre später weg war. Und dann eben, dass wir jetzt in diesen 30 Jahren einfach, wir haben circa, das nachgerechnet jetzt so ein bisschen, 67 Millionen Besucher oder Kunden gehabt. Ja. Und dass da wirklich das Universum auf uns geschaut hat, dass nie was passiert ist und dass wir eigentlich immer Glück gehabt haben, dass wir das so hinkriegt haben, wie es jetzt ist. Und ich hoffe, dass es so weitergeht und dass wir auch die nächsten 30 Jahre, scheint von heute aus weit vorne zu sein, aber wie wir jetzt gesehen haben, sind 30 Jahre schnell vergangen. Höhepunkt dieser Geburtstagsfeier war wohl die Verlosung des Fiat 500. Sebastian als Glücksengel hat Anja Benesch aus Kapfenberg Glück gebracht. Das ist ein E500, ist ein Icon, mittlere Ausstattung, hat eine Reichweite von, kommt davon immer fort, aber 150 mindestens Kilometer, kostet wirklich tatsächlich im Werte von 30.000 Euro, hat von Klimaanlage, Radio, alles dabei, ein Vollautomatikgetriebe und ist derzeit sicher oder ist derzeit das beliebteste Auto in der E-mäßig da. 30 Jahre ECE, eine Erfolgsgeschichte, Grund für Heribert Kramer, neue Pläne zu schmieden, um das ECE noch attraktiver zu machen. Und auch vielleicht werden wir auf der Westseite, ist noch ein Ausbau möglich, vielleicht in Richtung Studentenheim oder Wohnen oder so. Also das werden wir jetzt dann mit der Politik besprechen. Das wäre noch eine Möglichkeit, um eben jetzt noch multifunktionaler zu machen und mit
mit einem Thema, wo noch ein großer Bedarf in Kapfenberg, in der Innenstadt besteht. 30 Jahre ECE Kapfenberg, ein Fest mit bleibender Erinnerung, aber auch gleichzeitig ein Auftrag, die Zukunft lebendig zu gestalten. 340 Leute haben hier ihren Arbeitsplatz, daher auch ein wichtiger Bestandteil der Kapfenberger Wirtschaft.